Abend. Mein Name ist Sascha Lahme. Ich bin vom Spiegel aus Hamburg und heiße Sie herzlich willkommen hier auf unserer Konferenz Zukunft Afrika. Wir werden heute Abend ein vielfältiges Programm haben mit einem interessanten Vortrag über Migrations- und Fluchtursachen, einer spannenden Paneldiskussion zu der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und im Anschluss noch ein Spiegelgespräch mit Herrn Bundesminister Gerd Müller. Geben wir es ruhig zu, bis zum Herbst 2015 war das Thema Entwicklungszusammenarbeit und Afrika eher ein Thema für ein paar Spezialisten in Wohlfahrtsorganisationen, in Entwicklungshilfeorganisationen und in Ministerien. Und in der breiten Bevölkerung interessierte man sich nicht so unbedingt dafür, bis dann im Herbst 2015 Hunderttausende über das Mittelmeer nach Europa flohen, Tausende im Mittelmeer ertranken und die Bundesregierung die Parole ausgegeben hat: Wir bekämpfen ab sofort die Fluchtursachen, indem wir Afrika durch Investitionen und Entwicklungshilfe voranbringen. Die Frage ist nur, kann das funktionieren? In 4 Jahren sind im Mittelmeer über 15.000 Menschen ertrunken. Das sind mehr Menschen, als im Ukraine-Krieg gestorben sind. In der gleichen Zeit. Und allein auf dem Weg nach Italien waren es fast 13.500. Die tödlichste Grenze der Welt. Europa kann Schutz gewähren, ohne seine Werte aufzugeben. Wir sind nicht in einer existenziellen Situation, existenzieller Gefahr. Wir können das bewältigen. Ich glaube, in so einer Versammlung ist es sehr wichtig, dass wir uns fragen, vor allem, dass die Europäer sich fragen, was sie wirklich mit Afrika wollen. Fragen, ob sie Afrika wie die anderen Kontinente betrachten. Ob sie die Afrikaner Menschen wie andere sind. Ich glaube, nein. Wenn man wirklich ehrlich ist, gibt es da etwas, das nicht ganz stimmt. We have to push the economic development agenda. What does that mean? What does Africa need? Capital is an obvious part of it. Why? Investment is the key to growth. It's not the only key, but it is a necessary key. Die Investition als solche ist noch keine Entwicklung, sondern damit daraus Entwicklung werden kann, müssen andere Dinge dazukommen. Und das wird eben durch diese Handelsbrückenrahmenbedingungen stark erschwert. Diese Klauseln, die Herr Köller völlig richtig erwähnt hat, die jedes Land, das sich historisch entwickelt hat und gerade entwickelt hat aus einer Position des Nachahmers oder des Nachholers, die sind zwar alle mittlerweile irgendwie wieder drin in diesen Vertragsentwürfen, aber so, dass sie eben wirklich schwer handhabbar sind, eigentlich nicht praktisch sind und so weiter. Es wäre kein Teufelszeug, diese Handelsabkommen so nachzubessern, dass zum Beispiel Nigeria und Tansania und den Uganda und den anderen, die nicht unterschrieben haben, klarzumachen wäre, nee, okay, wir korrigieren das jetzt, wir geben euch mehr Gestaltungsmöglichkeiten auf Basis dessen, was da so ansatzweise schon drin ist, und ab geht die Post. Wir müssen in den Krisen- und Kriegsregionen Afrikas und der Welt unserer humanitären Verpflichtung nachkommen. Ich will das hier beim Spiegelforum sehr deutlich sagen. Und wir kommen dieser humanitären Verpflichtung nicht nach. Wir können in Afrika auf Land und Wasser die Produktivität in vielen Bereichen verdoppeln und verdreifachen. Warum tun wir es nicht? Warum liefern wir nicht Technik, Ausbildung und Know-how? Und deshalb sage ich, so wie Mahatma Gandhi das schon gesagt hat, Hunger ist Mord, weil es unterlassene Hilfeleistung ist. Die Fluchtursachenbekämpfung ist ein schwerwiegendes Thema, aber wie der Herr Minister sagte, soll das nicht die Entwicklungshilfe bestimmen, denn es geht um so viel mehr, und die Veranstaltung hat meiner Meinung nach das Problem sehr gut angesprochen. Die Eingangspräsentation war klasse, war inhaltlich einfach mal ein bisschen anders gestaltet, hat man so von der klassischen Denkweise abgeleitet. Ja, und das Statement von Herrn Müller war sicherlich auch sehr interessant auf der politischen Ebene. Ich wünsche Ihnen jetzt noch angenehme Gespräche und bedanke mich, sage vielen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.